Zum Internationalen Kinderbuchtag habe ich mal ein bisschen gewühlt, habe mir überlegt, was hast du als Kind schon gelesen, was hast du deinen Kindern vorgelesen? Und die Gesundheitspolitikerin hat dann natürlich geguckt, war auch was in die Richtung dabei. Und ich fand Karius und Baktus eine, wie ich meine, immer noch zeitgemäße Geschichte über einen kleinen Jungen, der sich nicht die Zähne putzen will, wo letztendlich dann der Zahnarzt ihn von Karius und von Baktus befreit. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Geschichte, wie man schon spielerisch mit dem Thema Prävention vertraut machen kann, dass diese Kerle dann eben nicht die Kinder und ihre Zähne traktieren. Traktiert werden im Moment leider auch unsere Zahnärzte, und zwar vom Bundesgesundheitsminister, der permanent am Regulieren ist, der unglaublich viel Bürokratie aufgefahren hat. Wir gucken mal, was wir da tun können. Ihr könnt auf jeden Fall regelmäßig Zähne putzen und Karius und Baktus lesen.